Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich wollte gerade sagen, bei einem neuen Vlog. Geht aber auch, oder? Wie man sieht, wir sind gerade in Stefans Zimmer. Erkennt man daran, dass hier ein Stefan sitzt. Warum sind wir hier? Das erklärt Stefan jetzt. Ja, jetzt wo der Herbst kommt, das Wetter etwas schlechter wird, habe ich angefangen, unseren Urlaubsfilm, also den Urlaubsfilm von unserem Roadtrip 2023, für uns zu schneiden. Was dann gleichzeitig auch die XXL-Version des Materials auf meinem Kanal ist. Wer also Interesse hat an den Aufnahmen, es sind so viele Aufnahmen entstanden. Über 1200 Dateien haben wir gefilmt in diesem Urlaub. Und die Vlogs, die wir da rausgemacht haben, waren ja so schon ziemlich lang. Und wir mussten so diverse Sachen weglassen. Und die sind dann eben in diesen Versionen enthalten. Ist oben verlinkt, wer Interesse hat. Ja, und ich würde sagen, jetzt geht's mal los mit dem Vlog. So, Essen gehen ist angesagt. Wir gehen zum Feldmanns. Ich würde sagen, das ist aktuell unser Stammlokal hier an der Schlachte. Und das bleibt es auch zum Glück, denn normalerweise. Ja, eigentlich ging so rum, dass der Laden leider dicht machen muss. Aber zum Glück bleibt der Laden erhalten. Wäre auch ziemlich schade gewesen. Es gibt einen neuen Betreiber. Wollte ich gerade sagen, wusste das Wort nicht. Betreiber, Besitzer. Der Name bleibt, ein Teil des Personals bleibt wohl auch. Und ja, das Restaurant bleibt zum Glück. Und naja, ist natürlich so eine Art Luxusproblem, was man vielleicht hat. Aber hätte uns ein bisschen mittelschwer getroffen, wenn... Nee, doch nicht. Ich dachte, ich muss niesen. Wenn es wirklich zu Ende gegangen wäre damit. Ja, und jetzt freuen wir uns, dass wir gleich Simone da treffen. Ich habe sie, glaube ich, sogar schon gesehen. Ja, hier steht da vorne, habe ich auch schon gesehen. Ja, und es wird da hoffentlich einen schönen Samstagvormittag verbringen. Was mir da nur gerade einfällt, wir filmen ja mit einer GoPro, die für Actionaufnahmen geeignet ist. Also jetzt etwas Action. Ja. Guten Morgen. Na, was gibt's? Was soll ich sagen? Keine Ahnung, bin gerade unvorbereitet. War gerade in der Stadt, habe so ein bisschen was geguckt, gekauft. Ja, mehr gibt's nicht zu sagen, oder? Außer, dass wir ein bisschen Hunger haben, oder? Ja, geht. Frühstück gab's ja keins. Ich soll ja nicht mal was gegen Simone sagen. War das gegen mich? Bin ich dafür da, um dir Frühstück zu machen? Nee, ich glaube, das kannst du selber mittlerweile. Aber du wohnst doch bei uns, deswegen. Na, ich sag nicht, wie alt du bist. Ja, glaubt man nicht, ne? So, gut. Ja, dann wollen wir mal los. Du wolltest doch nichts gegen mich sagen. Nee, stimmt. Ja, jetzt waren wir so aufgeregt, dass das Feldmanns doch nicht geschlossen wird, dass wir viel zu früh da sind. Ja, das ist aber eigentlich ziemlich häufig so, weil Stefan, der geht immer viel zu früh los. Also, sogar wenn wir wollten heute, wie spät haben wir es jetzt überhaupt? Da vorne ist eine Kirchturmuhr, es ist kurz vor 10:30. Ja, 10:15 wollten wir eigentlich los, was schon ein bisschen zu früh gewesen wäre, aber Stefan geht natürlich 10:10 schon los. Dafür kann ich von mir behaupten, dass ich in meinem hohen Alter, was eben schon angesprochen worden ist, noch nie irgendwohin zu spät gekommen bin. Sei es zur Schule, sei es zur Arbeit, noch nie verschlafen, sei es auch zu irgendeiner Verabredung, noch nie zu spät gekommen. Und das genau. Wollen wir erstmal einer nachmachen. Denn John, es gibt so einen Bremer Schnack hier in Bremen. 5 Minuten vor der Zeit ist des Bäckers Pünktlichkeit. Das meinst du hoffentlich? Das meinte ich. Achso, das ist ein Bremer Schnack. Naja. Jetzt genießt mal ein bisschen die Aussicht hier auf der schönen Brücke hier. Manchmal frage ich mich, ob ihr wirklich meine leiblichen Eltern seid. Ja, das fragen wir uns auch öfters, woher du gekommen bist. Das wolltest du doch sagen, oder? Nö. Achso, was wolltest du sagen? Ich fand's nicht lustig. Achso, schade. Naja, so kann jeder mal lachen und jeder mal nicht. Ja. Sitzen wir auch schon mit einem, wie immer, kühlen Getränk, was wir hier schon genießen können. Bin echt froh, dass ich auch weiterhin das beste Bier aus Bremen hier genießen darf. So.
Prost, John. Und Prost, Simone, natürlich. Ah, nee, die muss ja die Kamera halten. Was ist das denn? Ich überlege gerade. Läuft das noch? Ja, läuft es. Ach so, weil der Zähler nicht weitergeht. Gut. Ja. Ja, so ist das hier. Prost. Prost. Ich werde verrückt hier noch. Ja, was sagt uns denn dieses Bild, was wir gerade gesehen haben? Dieses hier. Date Night. Nein. Shoppen. John ist shoppen, würde ich sagen. Mal gucken, ob er was findet. Tach, ich war eben bei, ich weiß nicht, ob man sagt Thalia oder Thalia, einen Comic geholt über Bane von Batman. So, ich gucke jetzt nicht mitten rein, weil ich möchte das Ganze ja genießen. So sieht das auf jeden Fall aus. Ich hoffe, ihr habt ein gutes Bild getroffen. Ich kann damit nicht viel anfangen, aber ich muss gestehen, ich war eben vorhin ja noch in der Stadt und war auch bei Thalia und habe festgestellt, es gibt ein neues Buch von Stephen King, von dem ich noch gar nicht gehört habe. Ich war auch kurz davor, mir das zu kaufen und ja, habe es aber nicht getan. Ja. Man kann nicht so viel lesen, so viele Bücher es gibt irgendwie, aber ich freue mich, dass John was gefunden hat, was ihn interessiert. Und ich freue mich total, dass wir endlich mal wieder einen Vlog hier in Bremen machen. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht, weil wir so viel unterwegs gewesen sind. Das ist das erste Wochenende, was wir jetzt haben, wo wir zumindest ja, komplett in Bremen sind und nicht direkt das Tor haben. Das ist wahr. Chicken Nuggets mit Pommes. Es hatten hier alle auf die spektakuläre Currywurst gewartet, aber wir haben keine Currywurst heute auf der Tageskarte. Wir haben Bratwurst mit Sauerkraut und Bratkartoffeln. Das ist auch nicht schlecht. So, einmal die Chicken Nuggets. Kann ich mich nur anschließen. Ungewohnt, vor allem Sauerkraut, ist nicht so mein Ding normalerweise. Aber ich probiere es mal und auch gerne jetzt hier live vor der Kamera. Moment. Moment. Sauerkraut. Ich liebe ja Bayern, aber Sauerkraut ist nicht so mein Ding. Obwohl, hier geht's. Hier geht's echt. Kann man essen. Mit Bayern meinst du hoffentlich nicht den Fußballverein? Natürlich nicht. Ich meine das Bundesland. Es ist aber, es liegt immer an der Zubereitung. Also wie gesagt, Pilze oder Champignons esse ich ja auch nie. Aber in Blunk, in Schleswig-Holstein, wenn wir da sind, zum alten Bahnhof, esse ich auch immer ein Gericht mit Pilzen. So, jetzt haben wir die Kür hinter uns, das Feldmanns. Jetzt kommt die Pflicht. Ja, was ist die Pflicht? Genau, wir müssen nämlich einen neuen Fernseher kaufen. Es ist nämlich was passiert. Wir haben oben im Flur so einen kleinen Fernseher. Wir haben vielleicht dreimal angehabt. Ein Samsung-Gerät war das. Und ich habe es mal angehoben zum Staubwischen. Also nur so angehoben. Und habe es vor kurzem mal angemacht, weil ich was gucken wollte dort. Dann habe ich gesehen, der Bildschirm war dadurch vermutlich von innen gebrochen. Also von außen kann man gar nicht sehen. Auf jeden Fall ist das Ding kaputt. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir einen neuen Fernseher finden. Finden wir einen? Den du bezahlst. Ja, wir finden bestimmt einen, denke ich mal, aber du bezahlst. Ich habe nur so ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich nicht weiß, brauchen wir Beratung? Dann sind wir vielleicht im falschen Geschäft, wenn wir Beratung brauchen, weil wir gehen zu Saturn und das ist hier in Bremen ein bisschen schlecht mit Beratung. Also ich fand immer die Saturn-Beratung, vor allem die Saturn-Beratung hier in Bremen ziemlich gut. Mit denen habe ich keine Probleme. Ja, mich haben sie immer ignoriert und nicht beraten. Also. Naja, dich will ich auch nicht beraten wollen. Das ist eine andere Sache. Moment, du musst das nicht sagen. Labern wir nicht. Labern. Nö, muss ich nicht. Wozu? So, gehen wir los. Gehen wir einfach rein und labern nicht lange. Das ist ja das Problem mit Simone. Ja, das stimmt. Sie zahlt, deshalb kommt sie auch mit. Natürlich. So, wieder ein Problem. Jetzt haben wir das Problem nämlich hier. Jetzt habe ich ein Gerät gefunden, was ich gerne haben würde, was auch von den Ausmaßen passt. Haben wir also alles ausgemessen. Aber wenn ich jetzt gucke,
zum Mitnehmen ist es nicht mehr da. Panasonic TX nicht vorhanden. Und andere Geräte. Naja, ob ich das nehmen würde, was da wäre, ist kein Preis dran. Es gibt schon einen Grund, warum ich so viel bei Amazon bestelle, nämlich der, da bekomme ich sofort, was ich haben möchte und muss nicht lange rumsuchen. Aber warten. Weil ich bin eigentlich genau anders. Ich muss immer, ich würde sogar mehr dafür zahlen, wenn ich es immer direkt vor Ort kaufe. Es ist schon besser manchmal, das stimmt schon, aber du siehst ja diesen Fall. Ich wollte nur sagen, in dem Fall ja. Aber mir ist es immer so. Käuferfragen oder gehen wir jetzt wieder? Keine Ahnung. Amazon. Da findest du vielleicht noch andere, bessere. Der Preis ist der gleiche, habe ich gerade schon geguckt. Ja, ich habe ja gerade gesagt, bessere oder andere. Wir fragen mal, ob er noch im Lager steht, würde ich sagen. So, mir ist es zu langweilig hier. In diesem Saturn gucke ich mich eigentlich immer nur bei den PlayStation-Sachen rum. Aber jetzt, wo das Wetter wieder schöner wird, gehe ich mal raus, das Wetter genießen. Der Herbst kommt. Ja, viel Spaß noch. Ich meine, das Wetter jetzt gerade heute an diesem Tag wird gerade besser. Die Stimmung vielleicht auch. Mal gucken. Ja, was soll ich sagen? Wenn man hier vorbeikommt, dann guckt man natürlich auch nach anderen Sachen. Irgendwie ist auch so gewollt. Wir haben jetzt erstmal einen Fernseher, das muss reichen, würde ich sagen. Ne? Ich bin ja hier, wie nennt man das, der Finanzminister unserer Familie und ja, so, aber Stefan ist als Träger da, der wird den Fernseher nach Hause schleppen gleich. So, jetzt haben wir ein Gerät gekauft. Es ist ja, glaube ich, derselbe Schrott, den wir zu Hause hatten. Man darf ihn eben nur nicht falsch hochheben. Und so ein Gerät wiegt ja auch nichts mehr. Man denkt eigentlich, das ist nur der Karton, der da drin ist, aber es ist auch noch mit dem Fernsehgerät und mit der Fernbedienung. Es ist einfach nur noch heutzutage am besten das Gerät auspacken, hinstellen und nicht mehr bewegen. Drumherum putzen. Ja. Auspacken? Was hast du noch gesagt? Auspacken, stehen lassen und nicht mehr und drumherum putzen. Ja. Einschalten. Auspacken, einschalten. Das hast du vergessen. Einschalten. Aber das bewegt das Gerät ja nicht. Aber das hat sie nicht ganz verstanden, was ich meinte. Ich wollte nur sagen, am besten das Gerät, weil es so billig verarbeitet ist. Ach, es wiegt ja, wie gesagt, nichts mehr. Könnte ich auch nach Hause tragen, aber ich bin ja nicht blöd. Ja, könntest du gerne mal machen. Ich bin ja nicht blöd. Ja, war ich oder was? Das Schlimme ist ja, es gibt keine besseren Fernsehapparate in dieser Größe. Das ist alles derselbe Bruch und kostet ungefähr alles das Gleiche. Deswegen bin ich so froh, dass es bei uns teilweise diese altmodische Rollenverteilung gibt. Ich kaufe gerne ein, ich bin auch gerne fürs Essen zuständig, weil ich keinen Bock habe, mich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Also na, beim Kochen kann man auch so ein bisschen tricksen und irgendwie, aber wenn das hier irgendwie nicht richtig zusammengeschraubt ist, dann funktioniert es nicht oder dann steht es nicht richtig, es wackelt oder wie auch immer. Hast du noch Spaß dran, Stefan? Überhaupt nicht. Das ist auch alles echt ein Bruch. Das ist so ein billiges Material. Ja, du sollst ja bald wieder Neues kaufen und die Wirtschaft ankurbeln. Der andere Fernseher, der ja noch hier steht, der hat gerade mal ein Jahr gehalten. Jetzt läuft's rund. Wofür soll das sein? Dieser Streifen-Tesafilm hier, frage ich mich wirklich. Sollen die jetzt beim Transport das Bildschirmglas im Rahmen halten oder was? Oh, auch noch hier durchgetrennt, da kannst du hier auch noch wieder rumfummeln. Ich krieg hier echt. So einfach geht's dann doch nicht. Mal eben ist nicht mehr. Da habe ich ja schneller meinen Thermomix betriebsbereit gemacht. Lass mal den provozieren, falls du das versuchst. Ich habe nämlich Wochenende und eine Woche Urlaub. Da kann mich gar nicht aus der Ruhe bringen. Auf den Samstag. Das schaffe ich schon noch. Wir haben eine größere Fernbedienung. Das ist die alte, das ist die neue. Mit Apps-Taste und Google Play und YouTube und Prime Video und Netflix. Kommt der spannende Augenblick.
Panasonic, da steht's. Funktioniert! Guten Morgen aus South Carolina. Ich blicke hier auf die aufgehende Sonne. Es ist 7:15. Man muss kurz den Einblick. Ja, läuft. Wo ihr schon mal dabei seid, abonnieren nicht vergessen. Ganz wichtig für uns zum Beispiel. So, hat sich gelohnt. Fernseher ist installiert. Da ist es nicht sommerlich. Thema abgehakt. Ist der Sonnenschein cool. Einen wunderschönen guten Morgen und viele Grüße aus Fisselhövede. Ja, bei 13 Grad, der Herbst ist wohl da. Wir machen erstmal eine Frühstückspause, sind auf dem Weg zum Heidepark. Dazu aber später mehr. Ich habe ein Käsebrötchen mit Pute und ja, Krautsalat. Stefan wollte mir heute hier ein bisschen bayerisches Feeling reinbringen. Der hat nämlich ein Leberkäsebrötchen. Sieht auch sehr gut aus. Ja, schönes Frühstück. Auch mal sehen, wie es schmeckt. Oh, sogar ein bisschen Senf. Sehr lecker. Oh, habe ich nicht mit gerechnet. Auf Getränke haben wir wohlweislich verzichtet. Sonst muss ich gleich im Park gleich wieder als erstes die Toilettenattraktion besuchen. Jetzt sind wir also, wie eben schon gesagt, unterwegs zum Heidepark. 13,5 Grad, es wird nicht so angenehm werden. Warum gerade heute? Weil auf meiner Jahreskarte, die ich ja vom Heidepark habe, habe ich einmal die Möglichkeit, Bring a Friend, also einzulösen, jemanden mitbringen. Dann kostet das Ticket nämlich nur 15 Euro. Und da Simone ja dieses Jahr sich keine Saisonkarte oder Jahreskarte gekauft hat, ist es, glaube ich, so für uns die letzte Gelegenheit, das mal wahrzunehmen. Und ja, Johnny ist in der Schule heute. Das ist, glaube ich, eine Premiere, dass wir zusammen im Heidepark alleine sind, oder? Nee, ich glaube, haben wir letztes Jahr schon mal gemacht, auch zum Herbst. Da habe ich nämlich, glaube ich, noch so ein schönes Herbstfoto gemacht. Aber ich hatte ja schon Bring a Friend, hatte John mich ja schon mitgenommen dieses Mal nach Bad Segeberg. Heute nimmst du mich mit, also zwei Besucher in diesem... Nach Bad Segeberg? Nach Bad Segeberg. Ach, nach Bad Segeberg. Ja, genau. Nachdem wir in Bad Segeberg waren, ja. Ja, genau. So, da hat John mich mitgenommen, heute nimmst du mich mit und zwei Besuche diese Saison reicht mir auch. Dann haben wir noch was gespart. Kostet ja 30 Euro zusammen, zwei Besuche und eine Jahreskarte oder eine Saisonkarte wäre ja dann teurer gewesen. Genau. Ja, so, jetzt sind wir hier schon. Wo sind wir jetzt überhaupt hier? In Neunkirchen. Nee, das ist nicht Neunkirchen. Ich glaube schon, weil hier kommt. Nee, doch, ich glaube schon, hier kommt gleich das. Nein, nein. Doch, nicht das. Ach, Neunkirchen meinte ich auch gar nicht. Ach Mensch, hier war ich früher so oft. Hier hat eine Freundin von mir gewohnt und ich vergesse die ganzen Dörfer, die hier rum zu sind. Drögenbostel heißt diese Ortschaft hier. Meinte ich auch. Ist so ein bisschen dröge hier, ne? Ja, nichts los hier, ne? So, diesmal haben wir, was das Thema Heidepark angeht, in diesem Jahr, würde ich mal sagen, total versagt. Wir waren ja schon mal 50 Mal in einem Jahr hier mit der Jahreskarte. Diesmal haben wir es, glaube ich, gerade mal 5 Besuchen geschafft. Immerhin haben wir aber den Preis der Jahreskarte raus. Du hast ja keine gehabt, aber... Nö, aber wir haben wenigstens Bring a Friend mal ausgenutzt. Ja, haben wir sonst auch nicht. Ob ich mir im nächsten Jahr noch eine Jahreskarte holen werde, weiß ich nicht. Es ist nämlich so das Phänomen, ich habe es mir fast schon gedacht, dass wir auch schon mal hatten, weil ich mit John ja nun in den USA war und die Freizeitparks gemacht habe. Dann ist das hier nicht mehr so eine ganz große Attraktion für mich, wie das vorher war. Das dauert wieder ein paar Jahre, bis das wieder sich einrenkt, glaube ich. Aber heute wollen wir erstmal den Tag genießen so ein bisschen. Du musst den Park so genießen, wie ich das mache, so ein bisschen. Hier einfach durchschlendern, treiben lassen. Dafür bin ich nicht hier, tut mir leid. Dafür bin ich nicht hier. Der Spaß beginnt, erleb unsere Welt, sie ist nur für dich bestehen. Tauch ein, du wirst es lieben. Auch heute, wie kann es anders sein? Erste Fahrt, die man macht, ist Kolossos. Was neu hingegen ist, dass ich ja nicht mit John hier laufe,
sondern mit Simone. Und Simone heute auch mal mit Colossus fährt. Ja, bin ich schon lange nicht mehr gefahren. Also bin ich dieses Jahr schon mal Colossus gefahren? Gute Frage. Vielleicht wisst ihr das besser, wo ihr mal zuschaut. Ja. Du, ich glaube. Nein, du bist nicht gefahren. Letztes Mal, als du mit warst, als wir aus Bad Segeberg kamen. Stimmt, habe ich ja gar nicht. Dass du ja, ja eben. Stimmt. Du bist ja spazieren gegangen. Heute mit mir ist das anders, kann ich dir schon so sagen. Heute. Gehst du mit mir spazieren? Heute ist Action angesagt. Für dich vielleicht. Ich kann meine Zeit hier auch alleine verbringen. Erste Fahrt überstanden, wie war's? Ganz schön heftig. Trotz Kapuze irgendwie, Tränen in den Augen, aber ja, Übelkeitsparameter liegt so bei 50%. Also eine Fahrt schaffe ich jetzt noch. Oha, dann ist das. Dann machen wir erst eine Pause. Ach so. Ich vermute einen anderen Grund. Und zwar? Ich habe nämlich eben während der Fahrt langsam angefangen zu nieseln. Ach so, nein, das ist nicht der. Jetzt merke ich auch nichts vom Regen. Alles gut. Nee, das ist nicht der Grund. Oh. Eben war noch alles leer. Jetzt können wir erstmal eine halbe Stunde warten. Ja, jetzt haben halt alle ausgeschlafen. Ja. So, was sagt dein Kotzfaktor oder wie es gerade eben hieß? Also während der Wartezeit habe ich gedacht, es wird wieder alles gut, aber jetzt sollte ich wirklich Pause machen. Du kannst gerne noch mal fahren. Ich warte auch auf dich. Nee, aber besser nicht. Fahren wir erstmal was anderes, würde ich sagen. Im Regen, ich würde mal sagen, Heidepack bei jedem Wetter, ne? Nee, ohne mich. Also ich bin da mit Regen, bin ich ja sehr empfindlich. Also ich weiß nicht, was du jetzt vorschlägst. Nein. Ja, und da es ja draußen schon ein bisschen nass ist, haben wir uns jetzt für eine Fahrt entschieden, wo man noch ein bisschen nasser wird. Das Mountain Rafting. Ich habe mich nicht dafür entschieden. Ich war so nett und bin jetzt mitgekommen, damit Stefan nicht alleine fahren muss. Aber ja, Spaß und Entspannung habe ich hier überhaupt nicht. Ich hingegen schon. Immer eine sehr schön lange Fahrt und eine sehr lustige Fahrt. Mal sehen, ob es auch so bleibt. Das war schon. Nichts passiert. Oder bist du nass geworden? Ja, bin ich. Meine Hose, meine Beine sind nass. Kann man hier, da. Oh, oh. So, während Stefan und Simone sich im Freizeitpark vergnügen, habe ich einen anstrengenden Schultag. Das Gute daran ist, aktuell sind meine Klassenräume in der Innenstadt. Und falls viele fragen, warum, das hat irgendwas mit Platzmangel zu tun, aber viel chilliger, weil wir dann halt nur mit dem Jahrgang sind. Und in den Pausen können wir halt einfach in die Stadt gehen. Und ab und zu müssen wir ein bisschen hin und her pendeln. Aber ich komme jetzt immer mit dem Fahrrad zur Schule und dann geht das alles fit. Man hat überhaupt keinen Zeitdruck mehr und man hat richtig Ruhe. Und Ruhe braucht man ja auch zum Lernen. Und wie man sieht, Wetter ist nicht das Beste. Nasse Haare, meine ganzen Klamotten sind nass. Es regnet, typisches Bremenwetter. So, zwischendurch haben wir eine schöne, lockere, trockene Ghostbusters-Fahrt gemacht. Bei mir mit gutem Ergebnis. 121.000 Punkte. Zu 25.000. Für meine Verhältnisse ist das gut. Ja, nicht schlecht. So, was machen wir jetzt? Ja, irgendwas, wo der Regen nicht so an uns ran tropft. Na, da bist du im Heidepark aber schlecht bedient, glaube ich. Was gibt's denn da? Wirtshaus? Nee, weiß ich auch nicht. Was gibt's denn da? Nochmal Ghostbusters, da stehen sie jetzt alle, weil es regnet. Aber das ist eine kleine Wirtshauspause, würde ich sagen. Kleines Getränk. In
ihr wissen wollt, warum ich keinen Regen mag, müsst ihr nur gucken, wie meine Haare aussehen. Also ich fühle mich echt total zerwuselt. Ja, und wenn das Wetter so ist, muss man sich das hier ein bisschen den Aufenthalt versüßen. Und das mache ich mal mit so einem Oreo-Muffin. Der wird natürlich fotografiert. Den schicke ich gleich an jemand Bekanntes, um ihn ein bisschen zu ärgern. Und nein, ist das nicht John, weil John steht ja auch so auf Oreos. Und Stefan hat sich einen Blaubeermuffin ausgesucht und soll er doch gleich mal erzählen, welcher besser schmeckt. Den ich immer zu Hause gemacht habe, ist zwar schon lange her, oder diese hier. Ehrliche Meinung bitte, Stefan. So, wollen wir mal sehen. Ich weiß gar nicht, wie teuer die Dinger hier waren, was sie gekostet haben. Ist aber sehr lecker. Allerdings muss ich mal sagen, sind bei Simone mehr Blaubeeren drin, als wir die früher gemacht haben. Aber die schmeckt auch total nach Blaubeer. Wahrscheinlich ist da so ein Flavor drin, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall total lecker. Ein bisschen so matschig, wie sich das gehört. Nicht so ein trockenes Ding. Köstlich. Ja, und jetzt sitzen wir hier halbwegs trocken und haben einen Überblick über den Heidepark im Regen. Viel Spaß. Auch an Simone viel Spaß. Ich verstehe kein Wort, aber ich bin hier wenigstens überdacht und so kann man es aushalten. Hallo. Hallo. Bist du? Heidepark bei jedem Wetter. Es ist schon ein bisschen trostlos, sag ich mal, das alles so im Regen zu sehen. Und die Stimmung ist ja auch nicht so besonders lustig, sag ich mal. Aber diese Fahrt hier, ich habe es schon tausendmal gesagt, glaube ich, wenn ich diese Fahrt gemacht habe, ist für mich so ein richtiges Stück Kindheitserinnerung. Ich bin hier früher als Kind, da gab es diese Bahn auch schon, 1978, als der, Park hier aufgemacht hat. Und da bin ich jetzt hier einen halben Tag gefahren, gefühlt. Und der andere halbe Tag war meistens diese Baumstamm-Wasserfahrt, die ich gemacht habe. Mal ganz schön. Und Simone fährt es ja liebend gerne, nicht? Wissen wir ja alle. Ich wollte ja eigentlich gleich eine Fahrt mit der Krake machen hier, die hinter mir ist, aber ich sehe gerade, aufgrund einer Störung geschlossen, leider. Ja, so eine Fahrt mit Scream muss immer sein, bei jedem Wetter. Und es ist die einzige Fahrt, muss ich mal sagen, für mich jetzt, die auch nach 10 Mal fahren immer noch kribbelt. Ja, die anderen Bahnen, wenn man die 10 Mal gemacht hat, Kolossus oder sowas, dann ist das zwar noch toll, aber eben nicht mehr so kribbelig. Und dieses hier ist immer noch gleich genial. So, zu Hause angekommen. Ich darf erstmal gleich duschen, weil ich bin noch richtig nass geworden und dann auf dem Fahrrad der Wind, der mir noch entgegenkommt, lässt einen richtig frieren. Ich dusche jetzt erstmal heiß, darf mich neu einkleiden, das war richtig eklig. Gerade noch Sportunterricht gehabt und direkt nach dem Schwitzen wieder in die nassen Klamotten rein. Ja, jetzt gibt's immerhin Ruhe. Was ich ja total schön finde, wenn man hier so lang geht, immer die ganze Geräuschkulisse, die Musikthemen, die verschiedenen. Also es fängt beim Eingang schon an, das gehört einfach dazu, die Eingangsmusik und auch hier so durch die verschiedenen Themenbereiche. Das Bobbahn, ja das Bobbahn. Super, einfach super. Oder was? Was auch super ist, dass wir jetzt zusammen die Schweizer Bobbahn machen. Ja, für den einen ist es super, für den anderen, ich gebe nach. Der Klügere gibt nach, ich fahre mit. Du wirst dich wohl erholt haben vom Kolossus, oder? Jetzt haben wir auch schon ein paar Stunden hier rumgekriegt. Ja, aber ja. Es ist trotzdem eine heftige Fahrt, muss ich sagen. Es ist eine Familienbahn, hallo? Trotzdem ist sie heftig. Sie hat keinen Überschlag. Aber Tempo, Geschwindigkeit. Ja. Ja. Doch macht sie auch so Spaß. Das stimmt. Thank you.
Wie war denn die Wasserbahn, die Bobbahn? Ich würde sagen, kann es noch schlimmer kommen? Ja, kann es. Also, was für ein, das war meine erste Mist. Fahrt mit der Bahn hier im strömenden Regen, muss ich mal sagen. Was für ein Mist. Wie erfrischend. Wie schön. Oder? Mir reicht's. Simone, heute fahrt bei jedem Wetter, weißt du doch. Hab ich doch gesagt. Desert Race, Colossus. Alles geschlossen bei dem Wetter jetzt gerade. Ja, super. Was fahre ich denn dann noch? Da muss ich nicht. Muss nicht sein. Flug der Dämonen. Muss nicht sein. Ich glaube, wir können jetzt nach Hause. Wir werden jetzt doch den Rückweg antreten. Das hat aber so auch nicht mehr so viel Sinn. Obwohl im Moment ist gar kein Regen mehr da, nicht? Nee, es ist gerade wieder so nieselig. Wir gehen mal Richtung Ausgang und gucken mal, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, wir waren ja auch so ein paar Stunden noch hier. Also ich habe mein Geld rausgefahren, kann ich sagen. Ja, ich schon lange. Zweimal Colossus für die 15 Euro Bring a Friend. Kann ich so gut Englisch. Also zweimal Colossus, einmal Mountain Rafting, einmal Ghostbusters, zweimal die Panoramabahn und einmal noch die Bobbahn. Also eigentlich ist es gar kein schlechter Schnitt für mich, oder? So viel bin ich schon lange nicht mehr gefahren. Ja gut, dann wird es Zeit nach Hause zu gehen, glaube ich. Ja, sitzen wir im Auto. Der Regen hat zwar aufgehört, aber laut der App sind noch weiterhin alle Fahrgeschäfte, die mich so interessieren, geschlossen. Ist auch egal, wir haben ja nur einiges gemacht. Jetzt fahren wir gleich Richtung nach Hause. Was ich gerne noch machen wollte, in Vesselhöfe, da gibt es so eine Waschanlage, wo man so selber mit so einem Hochdruckreiniger reinigen kann. Den Dreck vom Sommer abmachen hier. Auf unser Nummernschild kleben die ganzen Fliegen alle dran. Und im Kühler auch hier. Und ich glaube, wenn wir jetzt im Winter das alles dran lassen, kriegen wir es nachher irgendwie schwerer ab. Blauer Himmel kommt, Simone. Im Hintergrund ist blauer Himmel. Und dann wollen wir noch was essen gehen, glaube ich. Hunger haben wir auch eigentlich. Ja, wo ich mich gar nicht so fühle, jetzt mit meinem angematschten Kopf hier irgendwie noch irgendwo ins Restaurant oder irgendwo hinzugehen. Also wir gucken mal, was wir machen. So, fertig geduscht, dachte, jetzt beginnt die Ruhe, aber nein, die Ruhe endet wohl gleich, weil, wie ich sehe, Stefan und Simone sind bereits auf dem Rückweg. Super. Der Wagen ist jetzt sauber und jetzt sind wir am Shoppen hier gerade. Was ich schon immer haben wollte, ist so ein zum Baguette backen, so eine Halterung, dass der Teig da im Ofen schön die Form behält und die Baguettes auch aussehen wie Baguettes und nicht so wie platte Fladen. Ganz wichtig natürlich ein Trichter. Und dann haben wir uns Margarita-Gläser gekauft. Weil wir das in Oldenburg so toll fanden, wo wir eingeladen waren zu Margarita trinken. Und jetzt können wir das auch machen. Ja, kleine Planänderung. Wir sind nicht ins Restaurant zum Essen gefahren. Wir haben uns nämlich Pizza bestellt. Gibt es heute nämlich noch billiger. Die zweite Pizza kostet nämlich nur 2 Euro. Ich habe mir eine Pizza Conchita, heißt die. Die esse ich immer sehr, sehr gerne. Sieht auch sehr, sehr lecker aus. Und das Beste ist, sie schmeckt auch so. Mal sehen, was Simone hat. Ich nehme eigentlich immer Pizza Dutchman. Finde ich auch sehr lecker. Mit Hollandaise, Brokkoli, Hähnchen, Tomate. Sehr lecker. Und draußen scheint die Sonne. Ja, irgendwie fühle ich mich ein bisschen verhohlepiepelt hier. Weil ich bin doch ganz schön durchgefroren, muss ich sagen. Und ich brauche jetzt auch wirklich was Warmes zu essen. Also, boah, mir ist kalt. So, ich komme gerade aus der Stadt, war also bis gerade eben auch noch verplant und bekomme tatsächlich Simone und Stefan jetzt erst nach ihrer Ankunft zu Gesicht. Und so schlimm ist der Anblick gar nicht. Also, ja,
Der schöne Tag im Heidepark ist anscheinend zu Ende. War es bei euch auch so regnerisch? Allerdings. Ja, hier war es auf jeden Fall, glaube ich, doppelt so schlimm. Naja, der schöne Tag ist zu Ende. Das Video auch. Wenn es euch gefallen hat, liken und abonnieren. Ich muss jetzt erstmal zu Hause ankommen.